Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem neuesten Auf Twitter kann man oben rechts auch sehen, wenn ihr auch da drauf joinen wollt. Könnt ihr das gerne tun? Ja, und wir. Oder ich wollte. Hier diesen Shop umlagern ins andere. Jetzt fragt ihr euch, warum habe ich denn schon viele Dinge? Ja, ich habe hier auf diesem Server schon mal gespielt. Und ich habe aber auch keinen Bock, tatsächlich neu anzufangen. Besser. Von daher. Oh. Jetzt. Daher spiele ich praktisch einfach so jetzt weiter und nehme halt die Videos auf. So. Ja, das hier ist übrigens mein Shop. Packe ich das Thema kurz. So. Das hier ist mein Shop. Da habe ich viele Dinge zu verkaufen. Oh, ich sehe gerade. Goldene Äpfel sind ausverkauft. Falls ihr euch jetzt wundert, ausrasten und zerbrechlich habe ich hier drauf. So. Ich habe aber hier auch noch eine. Und das ist die richtige. Also wenn ich die nehme, dann würde praktisch ganz viel mit einmal weg sein und unzerbrechlich ist. Daher, dass ich einen Rang habe, kann ich auch einfach X, glaube ich, machen. Genau, jetzt ist es wieder high. So. Warte, ich würde erstmal sagen, dass wir hier kurz mal. Ah ne, das ist noch gar nicht reif, gell? Aber die hier sind schon. Geh mal rein. So. Zack, 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 zack. Au. Ah, es gibt jetzt verschiedene Farming-Level anscheinend. Ich bin jetzt Farming-Level 2. Bin ich Farming-Level 3? Okay, okay, okay. Dadurch, dass ich die abbaue, seht ihr auch schon, hier hat sich nämlich wieder ein Mäuer hingedingst. Ich habe bewusst kein Wasser hier hingemacht. Weil eigentlich brauchen die gar kein Wasser. Aber auf jeden Fall sind die hier nass, wie man sehen kann. So, dann sammeln wir hier erstmal kurz die ganzen Melonen ein. Hier sind auch noch Kartoffeln. Bin ich Level 4 schon. So. Letzte. Dann haben wir auch alles erstmal eingesammelt. So. Die passen nicht mehr in meiner Dings. Nee, nicht fix. So. Das Thema kurz da rein. So. Wo ist die Tür? Da. Das ist immer so ein Problem. Ich finde nie die Tür. So. Melonen, 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 Melonen. Da hinten sind Melonen. Okay, die sind schon komplett voll. Da muss ich die im Lager packen. Ja, im Moment ist das Lager halt hier noch im Abbau. Kekse, Samen, Brot, Weizen. Melonen. Hier. Ich habe ganz viele Melonen zu verkaufen. Oh, hier ist noch auch eine. Ich will nämlich das Lager ein bisschen weiter weg vom Eingang machen. So, zack, zack. Zack, so. Dann kann ich jetzt eben mal rüber. So. Ne, ich wollte Kartoffeln, genau.
So, dann farmen wir hier eben kurz die Kartoffeln. Ganz entspannt. Stimmt, Holz könnte ich aufbauen. Holz könnte ich aufbauen. So. Jetzt ist mein Inventar schon voll. Leider muss man hier alles einsammeln, weil sonst irgendwann das despawnen wird. So. So. Nee. Es soll Tag bleiben. So, dann können wir die Giftigen hier einmal kurz verbrennen. So, und die Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Die sind hier. Ah, die sind noch nicht ganz voll. So. C. Aber jetzt ist es ganz voll. Ja, jetzt sind sie voll. Gut, dann packe ich die einmal ins Lager. Im Lager, Lager, Lager. Kartoffeln. Ne, es sind Karotten. Kartoffeln hier. Habe ich hier noch welche drin? Ja. So. Dann räumen wir die einmal alle da rein. Würde ich sorgen. Kartoffeln da. Nee. Da oben. So. Zack, 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 zack. So. Warte, kann ich das hier schon abbauen? Ja. Bauen wir den Rand hier schon mal ab. So. Das einmal schon getan. Kritisch. Da ist Lava. Lava, Lava. Also hier ist Lava, das heißt, ich kann das nicht wegmachen. Also hier muss das Quarz praktisch rein theoretisch bleiben. So. Bild. Mal rein, so. Okay. Hier ist auch wieder Lava. Ach, das sind Wasserpartikel. Hä, was soll denn das sein? So. Zack. Zack, zack. Hier ist die Lava-Dings. So, so, so. Okay. Müsste rein theoretisch erstmal alles
dort drüben bauen. Weil ich kann die Kisten ja noch nicht mal darüber bringen, so. Machen wir das mal. Zack, 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 zack. Der Bruchstein brauche ich nicht. Es ist nicht so schlimm, wenn ich nichts einsammle. Warte, wie hoch kann ich denn bauen? Das hier, ne? Kann ich alles wegmachen? Das Gute ist, dass ich hier nämlich keine Lava habe. Hier diese Lava-Wege hier, diese. Die habe ich dann nicht. Warum sneake ich denn jetzt noch? Den kann ich hier schön alles abbauen. So. Okay, okay, okay. Was ich auch mal suchen wollte, ist, ob ich irgendwie von irgendjemand noch so ein Dorfbewohner-Ei bekomme, dass ich Dorfbewohner züchten kann. Weil ich habe natürlich hier hinten eine Tierfarm mit Spawnern. Also, hier. Tür, 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 da. Ne, die kann ich halt töten, um Fleisch zu bekommen. Ne, das ist praktisch meine Fleischfarm. Und das Coole ist auch, dass sie direkt gebraten werden, ne, durch das Feuer. Ja, diese Spawn habe ich auf jeden Fall. Genau. Vielleicht bräuchte ich dann noch ein... Spawner, um nochmal Dings zu sammeln. So, jetzt habe ich nämlich 17 gebraten, ne? Ich will hier auf jeden Fall auch noch irgendwas hinbauen. Ich weiß noch nicht ganz was. Vielleicht könnt ihr ja in meiner Kommentare schreiben, was ich dahin bauen sollte. Weil ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt hier erstmal nur die ganzen Tiere hingemacht. Vielleicht kommen hier auch noch eine Kühe hin. Weil das hier sind beides erstmal nur Schweine. Eine Kühe vielleicht. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was ich da hinbauen soll. Und hier ist halt meine Holzfarm. Ja. Mir gerade auffällt, dass ich die Kartoffeln alle weggemacht habe, ne? So, mal kurz die ganzen Kartoffeln hier rausholen. Die hier. Und was ich auch mal machen muss, ist mein Inventar leeren. Oh, ich habe hier Quarz noch drin. Den Quarz? Da drin. So. Nehmen wir erstmal diesen Stack alles mit. Na, also das hier wird alles wieder zugebaut. Das heißt, hier kommt wieder Gras hin. Überall. Und dann sieht das so aus, als wäre hier gar nichts gewesen. Ja. Warum wird es jetzt schon wieder dunkel? So, und dann, wenn ich das hier fertig gemacht habe, würde ich auch sagen, beende ich dieses Video. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst mal ein Like da. Abonniert auch gerne meinen Kanal, würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Ja, genau. Schreibt auch gerne in den Kommentaren, was ich noch verbessern kann. Oder was auch bei den Kühen, was mit den, was bei den Schweinen hin soll. Ich habe keine Ahnung, also ich würde da einfach so noch mehr Tiere hin machen. Also eine Schafe. Für Wolle würde ich da hin machen, tatsächlich. Schafe für Wolle und halt Kühe für Leder, glaube ich. Geben Kühe Leder? Ja, ne? Bin gerade ein bisschen verwirrend, weil Pferde geben ja auch Leder, ne? Oder ich mache eine Pferdefarm. Dann bräuchte ich halt erstmal nur Spawner. Spawner bräuchte ich ganz viele von.
bräuchte mindestens so 2, 3, ja ungefähr 4 Spawner. Die sind nicht so günstig. Glaube ich. Naja. Das wird dann halt erstmal die Frage. So. So, zack, zack, zack. Naja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. We'll be right back.